Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video gibt es eine Fortsetzung von dem Video von letzter Woche, wo es um die hohen Immobilienpreise gegangen ist und um die Teuerung bei Immobilienkredite, die variabel verzinst sind. Jetzt hat sich ja in letzter Zeit einiges getan, in letzter Zeit heißt in der letzten Woche, denn die Bank Austria hat eine hochinteressante Studie veröffentlicht über die Immobilienpreise in Europa bzw. speziell auch in Österreich. Dann zeige ich euch, was es denn heißt, oder eigentlich zeige ich euch das davor, was es denn heißt, wenn jetzt ich einen Kredit habe, der eben mit 1% verzinst ist, versus eben zum Beispiel 5%, was denn das heißt über die gesamte Kreditlaufzeit, wenn die Kreditzinsen von 1% auf 5% gehen. Und dann präsentiere ich euch natürlich die letzten News, denn es hat in dieser Woche eine interessante Pressekonferenz gegeben von unserem Bundesminister für Finanzen Magnus Brunner und Willi Czernko, das ist der WKO-Obmann der Banken. Die haben eben ein kleines Paket zu Spar- und Kreditzinsen präsentiert. Und da geht es unter anderem, was heißt denn das für die Kreditnehmer, was heißt denn das für uns Anlegerinnen und Anleger, denn die Bundesschätze kommen wieder. Die Alten von uns, wie mich zum Beispiel, wir kennen das natürlich von unserer Vergangenheit noch und die kommen jetzt wieder und ich erzähle euch, was denn dahinter steckt. Da präsentiere ich euch jemanden, der Bundesschätze präsentiert. Manche, die älter sind, werden den Herrn noch kennen. Mehr möchte ich aber noch nicht verraten. Es wird eine Zinstabelle geben bei der Österreichischen Nationalbank, aber insgesamt ist das Ganze nur ein bisschen nebulös, was denn da jetzt wirklich kommt, wann das Ganze kommt. Mehr verrate ich euch aber später. Ich sage euch nur, schaut euch dieses Video an, es wird sich lohnen. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Andreas Kreiner vom Broker-Test.at, dem österreichischen Broker-Tester und Vergleicher. In diesem Video geht es natürlich auch wieder ein bisschen um Kreditzinsen, um Immobilien, aber auch um Veranlagungen, um Sparzinsen und natürlich auch um die Bundesschätze. Vorweg möchte ich euch zur Einstimmung einmal zeigen, was es denn heißt, wenn ich jetzt einen Kredit habe für eine Immobilie in der Höhe von 300.000 Euro, habe natürlich Eigenmittel, aber ich muss mir eben 300.000 Euro aufnehmen. Wenn ich die jetzt 30 Jahre laufen habe zu einem effektiven Kreditzinssatz in der Höhe von 1%, dann hätte ich hier eine Rate in der Höhe von fast 1.000 Euro, nämlich 964,29 Euro. Mit den Zinsen, die da eben anfallen, über einen Zeitraum von 30 Jahren, ergibt das eben eine Gesamtsumme von 347.144,8 Euro. Ich tilge das Ganze eben monatlich mit einer Rate von 964,29 Euro. So, jetzt steigen die Kreditzinsen und ich bekomme diesen Kredit nicht mehr zu 1%, so wie es eben vor eineinhalb Jahren noch der Fall war, sondern eben in der Höhe von 5% effektiv. Da habe ich keine Rate in der Höhe von 964 Euro, sondern auf einmal eine monatliche Belastung in der Höhe von 1590,17 Euro bei einem Kreditvolumen von 300.000 Euro. Die Immobilienpreise sind ja nicht wirklich gefallen in dem letzten Jahr, sondern eben relativ gleich geblieben, vielleicht das eine oder andere eben gesunken. Und wenn ich jetzt eben eine Rate habe im Monat von 1600 Euro, dann ergibt es eine Gesamtbelastung. 300.000 Euro haben wir ausgeborgt, eine Gesamtbelastung über 30 Jahre in der Höhe von 572.459,61 Euro. Wenn ich das jetzt vergleiche, das eine 964 Euro Rate und das andere eben 1590 Euro Rate, das ergibt eine Belastung über einen Zeitraum von 30 Jahren in der Höhe von über 80% mehr. Und das ist eben dieses Problem. Diejenigen, die es eben gesagt haben, okay, ich nehme einen variablen Kredit, ich glaube daran, dass die Zinsen eben niedrig sind, die sehen jetzt, okay, die Zinsen eben sind im letzten Jahr sehr schnell angestiegen, gleichzeitig aber das Einkommen natürlich nicht im gleichen Schritt gestiegen und die tun sich jetzt eben schwer. Die Bank Austria hat eine spannende Studie dazu erstellt, die eben, die Kernaussage ist eben, starke Preisanstiege bei Wohnimmobilien verringerten deren Leistbarkeit in ganz Europa, besonders stark in Österreich. Was heißt das? Das heißt nichts anderes wie eben, die Immobilienpreise sind extrem stark gestiegen, gleichzeitig aber die Einkommen nicht in derselben Liga bzw. deutlich niedriger.
Die Kernaussage der Studie ist, trotz des hohen Realverlusts der Einkommen in Österreich ist Wohnraum im europäischen Vergleich immer noch relativ günstig. Der Kauf einer neu errichteten Wohnimmobilie mit 100 Quadratmeter erforderte 2002 durchschnittlich 6,5 Nettojahresgehälter eines Haushalts, weniger als unter anderem in Deutschland, Spanien oder Frankreich. Und gleichzeitig sagt eben die Bank Austria-Studie, hey, schießen wir sie da jetzt nicht auf die Zinsen ein. Trotz der Verschärfung der Geldpolitik ist eindeutig der starke Immobilienpreisanstieg die Ursache für die verringerte Leistbarkeit von Wohnimmobilien im Euroraum und natürlich auch in Österreich. Und sie sagen dann eben auch, für den Kauf einer 50 Quadratmeter großen Immobilie müssen aktuell durchschnittlich 230.000 Euro aufgewendet werden. 2009 waren das noch 100.000 Euro. Und der Chefökonom von der Bank Austria, Stefan Bruckbauer, sagt eben anhand eines Beispiels, der Anstieg der Immobilienpreise erfordert aktuell ein deutlich höheres Budget als 2009, um eine gleich große Immobilie zu erwerben. Eine Immobilie in der Größe von rund 50 Quadratmeter, die 2009 noch eben um die 100.000 Euro erworben werden konnte, kostet heute durchschnittlich 230.000 Euro und verursacht monatliche Kreditkosten von über 1.375 Euro gegenüber nicht ganz 600 Euro im Jahr 2009. Und dann heißt es noch, der drastische Anstieg der Immobilienpreise zwischen 2009 und Mitte 2023 ist für rund 750 Euro bzw. mehr als 95% dieser Differenz verantwortlich. Nur rund 25 Euro sind im Vergleich zu 2009 auf höhere Zinsen zurückzuführen. Das heißt, die Mehrbelastung liegt in aller Deutlichkeit darin, dass die Immobilienpreise deutlich gestiegen sind. Und jetzt kommt man heute in diese Situation, die Leute kaufen halt dann, wenn es eben die Lebenssituation erfordert, beziehungsweise wo man eben sagt, okay, jetzt möchte ich eben Familie gründen, jetzt hätte ich eben gerne ein mehr Wohnraum. Ja, und das ist eben das Los der Spätgeborenen, die eben jetzt sagen, okay, jetzt wäre eben der Fall, die merken ganz einfach teure Immobilienpreise und dann eben eine höhere Kreditbelastung oder die eben variabel verzinste Kredite haben, die merken jetzt, okay, ich habe meinen Wohnimmobilientraum vor wenigen Jahren eben geschaffen und jetzt muss ich eben ja da extrem viel ausgeben für die Kreditrate. Das ist eben das Problem. Jetzt kommen wir eben zum kleines Bankenpaket, weil sich eben ja das, was eben Magnus Brunner, Bundesminister für Finanzen und auf der anderen Seite der Bankenvertreter Willi Czernko eben sich geeinigt haben, ist sehr, sehr überschaubar und manches eben ja noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich kommt. Willi Czernko sagt eben, hey, wir sehen aktuell nicht das große Problem, unter 2% sind wir aktuell bei den Kreditausfällen, aber die eben in den nächsten 12 Monaten Probleme bekommen, da verzichten wir auf Mahnspesen und auf Verzugszinsen, wenn die Rate nicht bezahlt werden kann. Dann sagt Willi Czernko auch noch, vielleicht machen wir auch einen Bankenfonds für Jungfamilien, wo es eben, der ist circa dotiert mit 50 bis 100 Millionen Euro, wo wir dann ganz einfach schauen, dass eben diese Zielgruppe dann eben einen vergünstigten Kredit bekommt. Das machen wir aber nur dann, wenn es einen gewissen Abtausch gibt mit dem Gesetzgeber. Und zwar wollen wir, dass eben bisher gibt es da eine Pönale, wenn eben ein Kreditnehmer den Kredit vorzeitig zurückbezahlt, die wollen wir eben höher ansetzen bzw. verändern. Aktuell heißt es eben, dass jeder Kreditnehmer jährlich 10.000 Euro zurückzahlen kann bzw. für den Betrag, der darüber ist, kann eine Pönale in der Höhe von 1% eben verlangt werden von der Bank. Da sagt eben die Bank, das wollen wir eben verändern, oder die Banken sagen eben, da wollen wir eben mehr haben. Warum das Ganze nicht? Die Bank muss sich eben, vergibt einen Kredit über 30 Jahre zum Beispiel und muss sich natürlich auch auf den Märkten dementsprechend absichern und die sagen, wenn da jetzt jemand vorzeitig zurückbezahlt, dann wollen wir eben dann nicht draufzahlen, sondern wollen das eben dementsprechend auch wieder ja, in sicheren Häfen haben. Und gleichzeitig sagt eben die Bankenvertretung auch noch, diese KIM-Verordnung, wo es eben um die maximale Beleihungsquote geht, um die maximale Laufzeit und so weiter, da wollen wir die Schuldendienstquote von maximal 40% angehoben wissen. Das heißt eben, wenn ich eben jetzt ein Einkommen habe von 2.000 Euro, dann dürfen maximal 800 Euro in den Kredit reinlaufen und die 1.200 darf ich maximal für das Leben benötigen. Da sagt eben
die Bankenvertretung, hey, das soll eben weiter raufgehen, obwohl die Bankenvertretung jetzt schon ein Ausnahmekontingent hat in der Höhe von 10%. Da sagt eben die Banken, machen wir das anders. Wenn das Ganze Liebe-Regierung eben anders kommt, dann können wir über diesen Fonds, der eben dotiert ist, in der Höhe von 50 bis 100 Millionen Euro, können wir darüber reden, dass wir da eben etwas einführen. Also da soll es eben einen Abtausch geben. Bin gespannt, ob das Ganze eben tatsächlich kommen wird, weil es zum Beispiel bei der Schuldendienstquote eben geheißen hat, bei variablen Krediten soll das Ganze sogar runtergesetzt werden auf 30%, weil sich das Ganze ja dementsprechend verändern kann. Also es wird sicherlich spannend, ob das kommen wird, ob die KIM-Verordnung tatsächlich eben verändert werden wird, weil das Ganze eigentlich zum Schutz der Kreditnehmerinnen und Kreditnehmer eingeführt wurde. Dann soll eine Zinstabelle eingeführt werden, die bei der Österreichischen Nationalbank geführt wird. Wie das ganz genau ausschaut, ist noch offen. Und zwar geht es um die Vergleichbarkeit von den verschiedenen Angeboten der lieben Banken. Da geht's, es hat geheißen, ob das tatsächlich stimmt, nur um Laufzeiten von 6, 12 und 24 Monaten, also nicht Tagesgeld. Eigentlich nichts anderes wie eben auf sparzinsen.at, wo ich eben auch einige Produkte bzw. Banken gelistet habe, wo eben dann dabei steht, okay, wenn ich mein Geld für 6 Monate binde, was bekomme ich denn dafür? Wird spannend werden, ob das kommt, wann das kommt und ob die Österreichische Nationalbank tatsächlich eben hier eben etwas anbieten kann und wird. Was definitiv sicher kommt, ist Bundesschatz bzw. Bundesschätze. Das kennen die Alten natürlich wieder. Ich glaube, 2003 ist das Ganze bereits einmal eingeführt worden von unserem damaligen Finanzminister Karl-Heinz Grasser, der eben damals schon gesagt hat, um den Wettbewerb bei den Banken ein bisschen zu verschärfen, bieten wir als Staat eben die Möglichkeit an, direkt in Austrian Treasury Bills zu investieren. Also kurzfristige Anleihen, online abschließbar und da kann man eben direkt ab 100 Euro Zinsen lukrieren, Anleihen. Wie das Ganze genau ausgestaltet wird, wird derzeit im Auftrag des Finanzministers erarbeitet, so eben das Finanzministerium bzw. ein Sprecher davon. Ziel ist die unbürokratische Schaffung eines direkten Zugangs zu den Bundesschatzscheinen, ähnlich der früheren Möglichkeit. Und wie hat die frühere Möglichkeit ausgesehen? Heute ein großes Jubiläum. Wir haben den 10.000. Kunden der Bundesschätze ausgezeichnet. Diese Bundesschätze sind ein wirklich modernes Sparprodukt, ein Online-Sparbuch. Das hat sich sensationell durchgesetzt. Wir haben in nur 3 Monaten mehr als 12.000 Kunden gewinnen können. Die haben 95 Millionen Euro, also mehr als 1,3 Milliarden Schilling, bei uns, also der Republik Österreich, veranlagt. Es ist deshalb ein wirklich sensationelles Erfolgsprodukt, weil wir überdurchschnittliche Zinsen bezahlen, deutlich mehr in der Regel als bei Banken bezahlt wird. Wir haben eine einfache, transparente Abwicklung über das Internet und wir haben die gesamte Sicherheit der Republik Österreich als wesentliche Erfolgsvoraussetzung. Diese Plattform, eingerichtet auf www.bundesschatz.at, ist ein Produkt, das vor allem von der jüngeren Generation sehr gut angenommen wird. Man kann über das Internet sein eigenes Depot wirklich völlig problemlos und unbürokratisch einrichten. Diese Idee ist eben von KG damals umgesetzt worden, beziehungsweise von dem Mitarbeiterinnenstab und Mitarbeiterstab. Und das Normalsterbliche habe ich ab 100 Euro dort investieren können und in verschiedene Laufzeiten zu Beginn eher kürzere Laufzeiten, zu einem späteren Zeitpunkt eben längere Laufzeiten. Und ich habe dir eben verschiedene Screenshots angezeigt und du hast eben gesehen, 2007 war der Zinssatz eben 3% und sogar noch höher. Also das war schon sehr, sehr attraktiv und unser Finanzminister Magnus Brunner ist gefragt worden, mit was kann man da eben rechnen. Die ATBs, die Treasury-Bills, werden aktuell in Österreich, zum Beispiel der letzte grüne Bond, mit 3,66% verzinst worden. 3,74% ist jetzt eben der letzte eben verzinst worden. Der läuft eben anscheinend über fast 6 Monate. Ist nicht schlecht. Und da komme ich natürlich gleich wieder einmal zu dem nächsten Punkt. Hey, lieber Finanzminister Magnus Brunner, hey, liebe Klimaministerin Leonore Gewessler, im Regierungsprogramm steht doch etwas drinnen. KESB-Befreiung für ökologische bzw. ethische Investitionen, Ausarbeitung eines Konzepts mit klaren Kriterien sei durch die zuständigen Ministerien für Finanzen und Klima. Jetzt haben wir diese grünen Bonds. Am 22.08.2023 ist eben der letzte auferlegt worden mit 3,66. Wie wäre es denn, wenn ihr genau diese Bonds eben auf Bundesschatz.at anbieten würdet und eben hier es eben keine Steuer anfällt? Ich würde euch sagen, dann würde euch
nicht nur ich die Tür einlaufen, sondern eben auch andere. Steht im Regierungsprogramm drinnen, macht doch etwas und ich kann euch versichern, das wird eben dementsprechend gut eben bei uns Anlegerinnen und Anlegern ankommen. Ja, und warum ist das Ganze eigentlich damals eingestellt worden? Naja, mit 2020 hat es, beziehungsweise schon im Vorweg, hat es dann geheißen, wir stellen das Ganze ein. Warum? Niedrigzinsphase, es hat eben keine Angebote mehr gegeben, maximal für längere Laufzeiten und da waren eben die Zinsen eben total mickrig. Bundesschatz.at war in der Höchstzeit wirklich eine hochspannende Geschichte, insbesondere weil das Ganze eben mündelsicher war, Gemeinschaftskonto war möglich, eben plus eben auch für Kinder. Anlage war ebenfalls möglich und wo ist es sicherer als beim Staat direkt? Einlagensicherung hat es natürlich keine gegeben, aber eben, naja, beim Staat, wenn man den nicht vertraut, wen dann? Ja, und das war schon wieder dieses Video zum Sonntag. Ich habe dir vorgestellt, die Bank Austria Wohnimmobilienpreisstudie, wo eben das Fazit ist, naja, schuld sind die Immobilienpreise, die eben so abgefahren sind. Die Kreditzinsen sind eben verglichen zu 2009 eigentlich auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ja, in den letzten Jahren hat es eine Niedrigzinsphase gegeben, aber die war, wenn man sich das Ganze ansieht, war einzigartig und jetzt ist es eher auf einem normalen Niveau wieder. Diejenigen, die eben in letzter Zeit Wohnimmobilien gekauft haben, haben teuer gekauft zu einem hohen Preis im Verglichen eben zu den letzten Jahren, plus eben auf der anderen Tatsache ist eben Niedrigzinsphase und die eben Variabelverzinsen sind, die haben jetzt eben den Schirm auf. Die Bankenvertretung bzw. der Gipfel im kleinen Bankenpaket, da ist nicht wirklich etwas rausgekommen. Diejenigen, die es wirklich zwickt, die werden eben keine Mahnspesen verrechnen, plus eben ja keine Verzugszinsen, aber ganz große Geschichten gibt es natürlich nicht. Die Banken sagen, wir richten so einen kleinen Fonds ein mit einer Dotation von 50 bis 100 Millionen Euro. Dafür wollen wir aber eine Gegenleistung von der Regierung bekommen in Form von veränderten Gesetzgebungen. Weicht die KIM-Verordnung auf. Haushaltsbudget von 40% und darüber soll wieder möglich sein, obwohl eigentlich geheißen hat, es soll bei variablen Krediten auf 30% runtergesetzt werden, weil das, man braucht ja immer dementsprechend Spazi. Und natürlich bei den Pönalen wollen sie auch mehr drinnen haben, weil sie ganz einfach sagen, naja, wenn wir eben diese Wohnimmobilien auf 30 Jahre abschließen oder 25 Jahre oder auf 20 Jahre, dann sichern wir uns ja am Markt dementsprechend gegenüber ab. Und wenn jetzt auf einmal die anderen anfangen zum Zurückzahlen, vorzeitig zurückzahlen, dann war das nicht in unserer Planung drinnen und deshalb wollen wir da eben dementsprechend mehr Pönalen einbauen. Aktuell heißt es eben pro Jahr 10.000 Euro frei plus eben 1% variabel und 1% vom zurückbezahlten Betrag, das was wir eben hier verrechnen dürfen. Ansonsten soll eingeführt werden eine Zinstabelle für Vergleiche von den verschiedenen Banken. Was bieten die denn für Sparzinsen an? Und Bundesminister Magnus Brunner sagt auch eben, wir führen die Bundesschätze wieder ein. Ein Online-Depot, wo wir Österreicherinnen und Österreicher direkt investieren können in Treasury-Bills von Österreich, kurzlaufende Anleihen mit attraktiven Zinssätzen, aktuell eben 3,66% beziehungsweise der letzte sogar über 3,7%. Das wäre schon wieder etwas, wo wir sagen, hey, ja, da bekommen wir eben ordentliche Zinsen. Ja, das war eben dieses Video. Schreib doch deine Meinung unten als Kommentar. Ich bedanke mich bei dir fürs Zusehen. Natürlich mehr dazu unten in der Videobeschreibung inklusive Link zu meiner Telegram-Community. Danke sehr, bis bald und auf Wiedersehen. Euer Andreas von brokermirstest.at. Ciao.